es gibt eine ganz große Vielfalt einfach beim Gaming. Das sieht man hier in Köln auf der Gamescom, das sieht man im E-Sports. Und natürlich gehören Inhalte für Erwachsene oder ältere Jugendliche dazu, genauso wie Inhalte, die für alle da sind. Das ist im Fernsehen und im Sport im Prinzip auch nicht anders. Und wichtig ist da an dieser Stelle, dass wir einfach die Menschen zum E-Sports bringen, die das erleben können. Wir haben beispielsweise eine ganz große politische Delegation auf der ESL One in Köln hier gehabt, die im Juni stattgefunden hat. Und da wurde Counter-Strike gespielt, weil wir gesagt haben, das ist ein Bestandteil von Gamen, das ist ein Bestandteil von E-Sports. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Natürlich, der Jugendschutz muss gewährleistet sein, gar keine Frage. Aber für Ältere und für Erwachsene, warum sollte das nicht ganz normales Spielen, ganz normale Sportart sein? Und das haben die Leute auch verstanden. Also alle, die da waren, die gemerkt haben, worum es geht, nämlich nicht sich an Gewalt zu erfreuen, sondern es geht um sportlichen Wettkampf, es geht um das Auskämpfen auf allerhöchster Ebene von Spitzensport, um Reaktionsschnelligkeit. All das vermittelt sich im E-Sports, wenn man sich das genau anguckt, und das ist unsere Aufgabe.